Ich heiße Benjamin, bin 34 Jahre jung, lebe seit 2007 hier in Scholven, also 10 Jahre jetzt. Vor 5, 6 Jahren wurden hier auch an Haltestellen die Scheiben kaputtgeschlagen und gewisse andere Läden überfallen. Also 2007 würde ich es als Problemviertel betiteln. Ich bin fast jeden zweiten oder dritten Tag hier im Stadtteilladen. Hier ist ein Anlaufpunkt, wo man sich treffen kann, Kaffee trinken kann oder wenn man ein Problem hat, darüber sprechen. Die ganzen Aktivitäten, die hier jährlich stattfinden, Stadtteilfeste, jetzt der Weihnachtsmarkt. Es wird hier schon viel geboten für Kinder. Im Stadtteilladen gibt es auch einen Deutschkurs. Hier kommen auch viele Flüchtlinge hin, die Hilfe brauchen. Seitdem der Stadtteilladen hier ist, glaube ich schon, dass die Flüchtlinge hier besser Fuß fassen können. Die Art der Menschen gefällt mir so hier im Ruhrgebiet. Sie sind trocken und sagen alles bei Schnauze. Ich bin an der evangelischen Adventskirche Hausmeister. Ich möchte gerne helfen hier in Scholven, dass Scholven wieder ein bisschen lebendiger wird oder sauberer wird. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass alle Menschen geholfen werden, die Hilfe brauchen, weil es kann ja auch mal sein, dass man selber in einer Situation kommt, wo man irgendwie Hilfe braucht. Ich wünsche mir, dass der Zusammenhalt in Scholven besser wird und dass es auch viele Attraktionen für Bewohner hier geben kann.